Wir sagen Danke. Trotz aller Herausforderungen, die auch dieses Jahr mit sich brachte, hat uns Gott durchweg seine Treue gezeigt. Wir konnten weiterhin unseren Dienst tun und zahlreiche Menschen auf der ganzen Welt haben neue Hoffnung erfahren. Wir möchten heute Ihnen, unseren Freunden und Partnern, im Namen unseres gesamten Teams Danke sagen. Auch Sie sind treu geblieben und haben uns durch Gebet und Spenden unterstützt. Sie spielen eine entscheidende Rolle, denn ohne Sie wären wir nicht in der Lage, mit unseren Hilfseinsätzen von Hand of Hope so viel in der Welt zu bewirken und Gottes Liebe praktisch zum Ausdruck zu bringen. Und da gibt es noch so viel mehr, was wir gemeinsam bewirken. Dank der Impulse von Joyce Meyer bin ich durch Gottes Wahrheit von jahrelangen Depressionen, Ängsten und unzähligen Krankheiten frei geworden. Dank der Vorträge von Joyce und ihrem Mut habe ich vergeben können. Danke, Joyce Meyer Ministries. Die täglichen Andachten sind mir nach einem schweren Burnout eine große Hilfe und geben mir täglich Kraft. Auch digital ermutigen wir Menschen und schenken ihnen neue Hoffnung. Unsere Sendung Das Leben genießen wird mittlerweile in 104 Sprachen im Fernsehen, Radio und im Internet ausgestrahlt. Und auch durch Social Media können wir weltweit heute 28 Millionen Abonnenten erreichen. Was wir alleine schaffen, ist gering im Vergleich zu dem, was wir gemeinsam schaffen können. Und zusammen können wir 2022 sogar noch mehr erreichen. Möge Gott Sie im neuen Jahr segnen.